So, er hat schon ein bisschen gewässert. Unten sieht man es, weil das Wasser rauskommt. Jetzt werden wir würzen mit Kümmel. Also Kümmel ist my favorite. Könnt ihr also richtig schön auch, würde mal sagen, so einen halben Teelöffel kann man da schon hineintun. Also ich liebe Kümmel. Außerdem mit Kümmel sorgt man dafür, dass die Winde nicht ganz so streng wehen. Pfeffer, Salz. Optional, weil wir haben es ja vorher schon drin. Müssen wir abschmecken. Essig, ich nehme immer Balsamico-Essig. Der ist nicht ganz so rass wie der Weißweinessig. Finde ich super. Würde sagen, so 5 bis 6 Esslöffel, je nach Menge. Und dann Sonnenblumenöl. Aus dem ganz einfachen Grund ist geschmacksneutral. Bei Olivenöl, wenn wir das nehmen, finde ich einfach den Geschmack dann nicht mehr original bayerisch. Und ich habe ja gesagt, wir machen einen original bayerischen Krautsalat. So, den mischen wir jetzt schön durch. Man könnte jetzt natürlich noch Speck hineingeben. Können wir machen, aber den müssen wir dann in der Pfanne kurz anbraten. Habe ich jetzt keinen fertig. Aber auch der bayerische Krautsalat original kommt ohne Speck aus. Und jetzt probieren wir mal, wie er schmeckt. Beim Kosi kocht man gut. So viel gut beim Kosen im Koch. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Wie gesagt, original bayerischer Krautsalat. Kann man verfeinern. Das ist jetzt original. Ihr könnt Speck auslassen, könnt noch reintun, dann schmeckt er noch mehr ein Stück anders. Und Kümmel, Pfeffer, immer optional, so wie eure Geschmackskosten das möchten. Ich kann nur sagen, er schmeckt, ich probiere nochmal. Einfach fantastisch, super geil. Passt zum Steak, passt zum Kotelett, passt zum Würstel, passt eigentlich zu alles in Bayern, außer zur Weißwurst, wenn man es nur auf Wasser isst, aber gegrillte Weißwurst zeige ich euch das nächste Mal, da passt er auch wieder. In diesem Sinne, euer Kusan im Kocht, danke für eure Zeit, bleibt mir treu und kommt wieder.